Und das können Sie jetzt sehr, sehr laut machen, denn hier sind die Akteurinnen und Akteure. Hier ist der große Festumzug in der Arena Schwert auf Rot und Spiele. Vorweg die Gladiatorin Amor Mortis. Die werden Sie auch gleich weiterhin hier in der Arena sehen. Applaudieren Sie weiter für unsere Akteurinnen und Akteure. Das sind übrigens keine Schauspieler, das sind alles moderne Darsteller, die Sie hier sehen. Die Veteranen, Urban Street Guard, herzlich willkommen hier bei uns. Wurden auch von der Queen ausgezeichnet für die besonderen Verdienste in der Geschichte. Sind die Darsteller des modernen Reenactment, was wir heute kennen. Bitte auch an die 21. Rapazillion. Ich pick ihn mal so ein, zwei raus. Das ist Geschichte zum Anfassen hier. Auch die 21. Rapazillion zeigt Ihnen das antike Leben um 70 nach Christus. Besuchen Sie die Akteurinnen und Akteure. Sprechen Sie mit ihnen. Besonders die Rapax-Legion auch dafür bekannt, viele Veranstaltungen an Schulen und Museen zu machen. Löchern Sie ruhig, fragen Sie. Genießen Sie dieses Bild, es hört noch lange nicht auf, es geht noch weiter. Experten auf ihrem Gebiet sind. Das, was Sie auch sehr schön sehen, das Leben bestand nicht nur aus Kampf und Krieg, sondern der römische Alltag auch aus den Handwerkern, den Händlern, die Musiker. Und viel mehr, die in der Arena sind. Sie sehen hier Akteurinnen und Akteure aus mehreren europäischen Ländern. So knapp 300 müssten wir gleich in der Arena haben. Ich hoffe, wir haben auch alle aufgerückt für dieses wunderbare, schöne Bild, was Sie gleich sehen werden und was Sie jetzt schon sehen. Das sind alles originalgetreue Rekonstruktionen der römerzeitlichen Kleidung. Stellen Sie sich vor, so ein Legionär hat ein Kettenhemd, das hat so circa 30.000 Ringe. Machen Sie das einmal selber, da sind Sie ein paar Monate für unterwegs, das so zu machen. Mit sehr, sehr viel Liebe. Halten Sie den Applaus ruhig hoch. Das tut den Akteurinnen und Akteuren so, so gut.
im Rund und Sie haben das vorhin schon so vorgemacht und das finde ich großartig. Zeigen Sie weiterhin Ihre Begeisterung. Liebe Akteurinnen und Akteure, hört mal, wie begeistert das Publikum ist, denn das ist euer Applaus. Schwerter, Brot und Spiele in Sante. Das ist Geschichte zum Anfassen und nutzen Sie die Chance, gehen Sie ruhig zu den einzelnen Truppen hin und informieren Sie sich. Ich weiß jetzt, dass hier und da noch selber eine Begrüßung stattfindet. Ich würde dieses Bild jetzt einfach mal so kurz wirken lassen und schauen, was dann passiert. Bitte starte! Rapak! Salutate! Roma caput mundi! 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 Rapax Vitrix! Rapax Vitrix! Rapax Vitrix! Rapax Vitrix! Rapax Vitrix! Rapax Vitrix! Dank. Das ist ihr, das ist euer Applaus für dieses wunderbare Gefühl und dieses wunderbare Bild. Da gibt es den größten dafür. Vielen lieben Dank, das sind Ihre Akteurinnen und Akteure. Europas größtes Römerfest. Schwerter, Brot und Spiele. Ad dextram,
Ferti, tip! Atsigna! In equatis passibus, pegi, tip! Wir schicken die Gruppen, aber auch die Handwerker, Händler, die Musiker aus dem römischen Leben mit einem großen Applaus aus der Arena. Besuchen Sie bitte die einzelnen Lager. Feiern Sie Ihre Akteurinnen und Akteure, es sind keine Schauspieler, das ist nochmal wichtig zu sagen, es sind moderne Darsteller, viele in Ihrem Bereich, echte Veteranen, die maßgeblich daran beteiligt sind, dass wir verstehen, wie man früher gelebt hat oder wie man gelebt haben könnte. Alles originalgetreue Rekonstruktion. Genießen Sie dieses schöne Bild. Schon mal auf die Gladiatoren freuen, die gleich hier direkt im Anschluss für Ruhm und Ehre in diesem Sand kämpfen werden. Aber wir werden auch die weiteren Akteure hier verabschieden. Freuen Sie sich dann gleich auf die Gladiatorenkämpfe. Wie gesagt, das Leben bestand nicht nur aus Kampf und Krieg, sondern auch aus dem alltäglichen Leben. Und das können Sie hier noch den ganzen Tag sehen. Besuchen Sie die einzelnen Lager und unterhalten Sie sich mit den Darstellern, mit den modernen Darstellern, die brennen dafür, Ihnen viel, viel Wissen mitzugeben. Das ist erlebte Geschichte, die Geschichte zum Anfassen, das, was Sie hier erleben können. Und auch die Damen werden wir mit einem großen Applaus aus dem Amphitheater geleiten. Und jetzt gleich freue ich mich sehr, Ihnen